Ich begrüße Sie wieder sehr herzlich auf meinem YouTube-Kanal Faszination Orgelimprovisation. Ich heiße Franz Josef Stoiber. Heute biete ich wieder eine Basisübung an, eine Basisübung zur Harmonik im 19. Jahrhundert. Und zwar geht es um die Behandlung des dominantischen Terz-Quart-Akkordes. Der Aufbau und dann die Einbindung in die Harmonik und natürlich einige Übungen dazu, dass wir den gut in den Griff kriegen. Zudem darf ich heute ankündigen, dass ich ein neues Sample-Set benutze. Ich spiele sozusagen auf der Orgel im Regensburger Dom und hierfür gibt es aus dem Hause Forest Pipes von Thomas Fürstberger ein neues Sample-Set für Hauptwerk. Also Sie hören heute virtuell alle Übungen auf der Regensburger Domorgel. Viel Freude damit. Sie sehen hier den dominanten Septakkord in C-Dur, ein G-Septimakkord in Grundstellung zuerst. Dur-Basis, Dur-Dreiklangsbasis mit kleiner Septime. Der gehört natürlich nach C-Dur, die fünfte Stufe von C-Dur. Und jetzt hier die Umkehrungen. Jetzt nehme ich als nächstes die Terz in den Bass. Hier haben Sie den Aufbau, Terz, Quint, Sechstakkord oder kurz Quint, Sechstakkord. Dann um den Akkord, um den es heute geht, der terzdominantische Terz-Quart-Akkord. Hier liegt die Quinte im Bass. Quinte liegt im Bass. Und dann noch, den kennen Sie schon, den Sekundakkord. Hier liegt die Septime im Bass. Aber heute geht es um den Terz-Quart-Akkord. Die Quinte liegt im Bass. Deswegen klingt er oder wirkt er etwas labil und ähnlich wie der Quart-Sechstakkord. Und er ist im Grunde ja eine Erweiterung durch die Septime. Und deswegen liebt ihn die Harmonik des 19. Jahrhunderts, er kommt da sehr häufig vor, natürlich schon auch in der Klassik, bei den Klassikern Mozart, Beethoven, Haydn, aber vor allem im 19. Jahrhundert. Und jetzt haben wir hier die verschiedenen Sopranlagen, Septim, Oktav und Terzlage und wir haben damit drei Griffe und die sollten Sie sich gut einprägen. Septime oben, ne, Sie können immer ausgehen, Septakkord. Quintton im Bass oder Oktavlage, da haben Sie hier die, den Grundton des Septime beieinander oder die Terzlage. Und am besten, Sie üben das vielleicht mal von jedem Ton aus, also einen G-Dur-Dominant-Septakkord, dann einen C-Dur-Dominant-Septakkord, die 5 von F und so weiter, einen B-Dur-Dominant-Septakkord, die 5 von S. Dass Sie hier die Griffe üben, das sind immer wieder die gleichen Griffe, aber dann ist natürlich wichtig die Einbindung jetzt in die Harmonik und wir benutzen da unser wohlbekanntes Overquint-Pendel und spielen eben den Pendelakkord, die fünfte Stufe, als Terzquart. Das klingt dann so. Oktavlage. Das ist eine Übung, die sollten Sie jetzt in allen Tonarten machen, Dur und Moll. Zum Beispiel A-Moll, Terzlage beginnen. Das wäre dann E-Dur Dominant Sept beim E-Dur. Ist die Quinte H im Bass. Verwechseln Sie jetzt diesen Terz-Quart-Akkord nicht mit der siebten Stufe. 1, 7, 1, 1, 5. Ein minimaler Unterschied, aber doch
ziemlich bedeutend, weil der Terzquartakkord eben wesentlich weicher klingt. Nun bietet sich an, das Ganze jetzt in einer kleinen Entwicklung zu üben. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, worauf meine einleitende Improvisation, dieses einleitende kleine Stück basiert, nämlich eine Eröffnung mit dem Unterkinnpendel F, B, F, dann zweiten Takt auch mit Mollanleihe des und dann eine quintfällige Entwicklung mit abwechselnd Septim, Terzquart, Septim, Terzquart, Septim, Terzquart. Zuerst unfiguriert. Septim, Terzquart, Septim, A-Moll, Quintfall zum D-Moll, Terzquart, G-Septim, Quintfall, C-Terzquart, jetzt eine figurierte Version, sollten Sie auch mal in verschiedenen Tonarten üben, diese Entwicklung, diese Quintfallsequenz Septim, Terzquart abwechselnd. Nun eine weitere Übung. Wir benutzen den dominantischen Terzquart jetzt für sich. Wir verschieben den in einer Terzquart-Akkord-Mixtur real, also es bleibt immer dieser dominantische Terzquart. Da geht es wieder darum, den in den Griff zu kriegen. Und in der Spätromantik, sprich bei Komponisten wie Debussy, Ravel, im musikalischen Impressionismus, ist das eine sehr beliebte Technik, gerade diese Mixtur mit dem Dominant-Septakkord. Hier als Terzquart, Sie sehen hier, G, Ganzton F, kleine Terz Ass, aufwärts, Ganzton B, Halbton abwärts. Wenn Sie wollen, können Sie auch einfach mal chromatisch abwärts schieben. Das war die Oktavlage dieses Terzquartakkordes. Jetzt nehme ich die Septimlage, auch wieder beliebige Distanzen. H, B, A, C. Aber Sie können sagen, jetzt schiebe ich den einfach mal chromatisch aufwärts. Cis, D, S, E und so weiter. Hier geht es wirklich um Mixturenspiel, also dass ich den Griff gut in den Fingern habe und bekomme. Dann die Terzlage, hier steht F, D, Cis, E und so weiter. Das finden Sie schon bei, wie gesagt, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Jetzt figurieren wir diese Akkorde, diese Terzquartakkorde. Wir nehmen einmal, spielen das Manualiter und nehmen den kompletten Terzquartakkord in die linke Hand. Hier zum Beispiel G-Dur. Dann habe ich das auch ganz beliebig verschoben. Halbton runter. Fis, Dominant Sept, Ass und so weiter. Und wenn wir das jetzt tonal figurieren, dann ist das die fünfte Stufe G-Dur von C-Dur. Also wir können den umspielen mit den Tönen von C-Dur. Wir können ein bisschen experimentieren, weil sehr schön die None, da entsteht dann der Nonakkord mit diesem Dominant-Septakkord. Oder die 13. Das E. Fis. 13. None. Sie können auch zweistimmig spielen. Ass.
die Oktavlage C-Dur, dazu im zweiten System. Sie kennen den Griff, jetzt in einer Hand gespielt. H. Also das klingt jetzt natürlich sehr nach impressionistischer Harmonik eines Debussy, Ravel. Und natürlich gehört insgesamt eher in die modale Harmonik. Aber es geht mir darum, dass Sie den Griff gut üben und auch die Figurationsweisen. Jetzt wieder C-Dur. Das sind die Töne natürlich, die fünfte Stufe von F-Dur. Also können wir figurieren mit der F-Dur-Skala. Und wieder hören. Note H, die Töne von E-Dur, Note 13, die dritte ziehen, ich kann auch sechste dazu sagen, Cis, die fünfte Stufe von Fis-Dur. Zweistimmig spielen eignen sich gut Quarten und Terzen. Vor allem die Quarten. Jetzt gehen wir einen deutlichen Schritt in das 20. Jahrhundert und spielen eine reale Sequenz. Das heißt, die Akkordtypen bleiben immer gleich. Wir starten mit einem pentatonischen Klang, C-Dur und Quartsext mit der Sechste dazu, 13, und figuriert das. Pentatonisch, Sie könnten auch natürlich, Sie könnten es auch ionisch figurieren mit H. Dann machen wir daraus einen dominantischen Terzquart, C-Dur. Das können wir natürlich jetzt mit den Tönen von F-Dur figurieren, wie wir es vorhin gemacht haben. Wir können aber jetzt auch die akustische Leiter nehmen. Das heißt, das ist C mit Fis, C-Dur mit dem Fis, der Tritonus oder Kreuz 11. Und das B. Haben wir neben der None und der 13 noch einen sehr interessanten Ton, die 11. Jetzt geht es wieder weiter, chromatisch von C zum H. Zuerst pentatonisch, also ein Dominant Septakkord, Terzquartgriff in der linken Hand. Sie können Pedalakzente spielen, wenn Sie wollen. Sie können das wieder akustisch machen, über H, Tritonus. Oder hier habe ich notiert, ganztönig. Auch das eignet sich sehr gut, um einen dominantischen Septakkord zu figurieren. Ganztonleiter, zweistimmig. Wieder chromatisch aufgelöst, pentatonisch. Sehen immer abwechselnd, pentatonisch, dominant, Sept als Terzquart, pentatonisch und so weiter. B. Machen daraus einen dominant Septakkord. Sie können jetzt wieder figurieren, entweder eben dominantisch oder akustisch oder ganztönig. Nehmen Sie B Ganzton. Oder auch Halbton, Ganzton. Halbton, Ganzton, Halbton, Ganzton. Das können Sie auch mehrstimmig spielen. Und wieder chromatisch von dem B-Dur nach A. Pentatonisch. Sie bekommen da wunderbare Klänge, herrliche Musik.
Das ist es natürlich, das gibt es schon in Ansätzen im 19. Jahrhundert, aber gehört vor allem dann in das 20. Jahrhundert. Aber zum Üben des Terzquartakkordes ist das sehr gut, weil man den immer wieder dann auf verschiedenen Tonstufen greift, jetzt im musikalischen Zusammenhang. Das wäre sehr gut geeignet als Durchführungspassage, zum Beispiel so eine reale Sequenz. Nun gehen wir weiter. Jetzt üben wir den dominantischen Terzquartakkord nochmal im Dur-Moll-tonalen Zusammenhang, im Dezimensatz. Also Dezimensatz, wissen Sie noch, in den Außenstimmen, der Außenstimmensatz geht in Dezimen. Und jetzt kommt auf jeder zweiten Tonleiterstufe ein dominantischer Terzquart. Wir haben immer Zwischendominanten sozusagen. Das H im Bass ist die Quinte von E-Dur-Terzquart nach A. Das G, was jetzt kommt, ist die Quinte von C-Dur-Terzquart für zwischendominantisch nach F. Und jetzt machen wir Kadenz. Erhöhte 4 mit halb verminderter Septakkord. Zur 5. Jetzt gehen wir in die Weiterlage. Im nächsten Beispiel dieselbe Geschichte, nur weit. Und eine Stufe weiter. E ist die Quinte von A, Terzquart. 2. Sehr schön figurieren. Halbschluss zum Beispiel. Ich bin mir sicher, dass Sie mit diesen Übungen einen guten Zugang zum Terzquartakkord bekommen, zum dominantischen Terzquartakkord in diesem Fall, der in der Harmonik des 19. Jahrhunderts ein unverzichtbarer Bestandteil ist. Und Sie haben auch gehört, wie wunderbar das Sample-Set der Regensburger Domorgel klingt, hergestellt von Thomas Fürstberger mit seiner Firma Forest Pipes. Da ist es auch erhältlich. Ich jedenfalls habe schon meinen Spaß an diesem wunderbaren Sample-Set, denn ich kann die Regensburger Domorgel sozusagen in meinem Musikzimmer spielen. Nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit diesen Übungen und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.